Boah, heftig, ey. War die Leiter, ich hab direkt was kaputtgeschlagen. Die Treppe weitergebaut. Einfach ultra hässlich, aber so, dass sie halt funktioniert. Welche Treppe? Da ja, war nicht mehr, die so scheiße war, Mann. Was war ehrlich? Das für eine Scheiße? Die hast du ultra hässlich weitergebaut, die war awesome. Und willkommen zurück. Zum Minecraft. Together. Oh yeah. Zum Minecraft-Oakwood-Schlachten. Haben wir jetzt schon Holz? Weil da wäre geil, wenn wir die Folge fertig kriegen würden. Nee, warte, ich baue hier eben noch so 2-3 so fette Oakwood-Bäume ab, dann haben wir auf jeden Fall genug, glaube ich. Ja, weißt du? Weil, die können ja, nicht sagen, dass die fett sind. Ich habe die gerade erst gefunden, ja. Die essen halt nur viel. Ach so. So hatte ich das nie gesehen. Ich habe gedacht, das wäre eine Lifestyle-Choice gewesen. Ach so. Krass, der Heiko hat einen Markt gebaut. Was machst du denn da, Heiko? Was machst du denn da Unproduktives wieder? Ja, finde ich echt verantwortlich. Das ist unfucking fassbar, weißt du? Alle helfen beim Bau der Rakete, nur der asoziale Lageristenfachmann da, der... Ja, Lageristen sind da immer so. Die hören eigentlich zu, wollen nur da durchdrücken, was sie selber haben. Wollen. Hallo, Heiko. Hallo. Das hat der Peter gesagt. Hab damit nichts zu tun mit dieser Äußerung. Was war denn jetzt wieder los, hab ich ihm gesagt? Ja, das hab ich aber auch gehört. Also, ne. Du hast gerade wieder was gesagt, was der Mario bestimmt weitergibt. Quatsch. Doch, auf jeden Fall. Aber jeder weiß, dass was wir hier sagen, alles immer nur Spaß ist. Außer, dass jetzt schwul ist. Was? Was? Erster Schritt. Wer sagt denn sowas, Peter? Ohne Scheiße, hör dich mal die Gay Edition an, ja? Also, der ist ja wohl mehr als überzeugend. Och, Bann. Oh, Banno. Du solltest mich doch nicht outen, Peter. Ich wollte das selber machen. Alles mit B. Bourbon Let's Play. Ach, Bourbon Let's Play. Ach, der Bourbon wieder. Da kannst du besser Cherbin sagen, der Cherbin Let's Play. Also, diese Lianen sehen abgeschnitten aus wie so ein Lego-Stück. Geil. Wie so ein was? Geil. Man kann auch Gras abschneiden. Ja. Geil. Und Hecken. Ja, ich brauche gerade noch ein paar Blätter für die. Peter, bevor du die Rakete weiterbaust, kümmere dich hier mal um die Treppe. Welche Treppe? Ja, die Treppe zu dem ganzen Scheiß. Ja, die Treppe, Mann. Ja, die Treppe. Bleibt, hallo. Das ist die Treppe. Das ist der Treppe, ne? Ja, das ist der Treppe. Der Treppe hilft ihnen, von einer Etage zur anderen zu kommen. Der Treppe ist formschön. Und schneidet schweißfrei. Hä? Hä? Was? Eine Treppe? What's up? Okay, hier kann ich bald einkaufen gehen. Auf dem Markt. Nee, ich reiß das wieder ab, bist du unproduktiv da? Echt, reiß das ab. Ja, außer wir machen da ein paar Dorfbewohner rein, die handeln wollen. Und wie kriegen wir die da hin? Mit einer Angel. So wie im letzten. Geht das? So wie im letzten Together mit einer Lore. Haben wir das ganze Dorf deportiert. Ach ja, genau. Lol. Ja, haben wir doch gemacht. Da haben wir die in die Lore geschubbt und dann haben die immer in das andere Dorf gefahren. Das war cool, ne? Voll behindert. Ja, die mussten umgesiedelt werden. Ja, wegen Atombombe. Och nee, hat die noch eine Antriebsschiene? Och nee. Nee, wie viel fehlen die denn? Ich weiß nicht, so 5? So 35? Ja, die habe ich gerade noch. Nein, Quatsch. Arschloch, lüg dir mich hier an. So, alles, was er braucht, habe ich nicht. Hat jetzt einer diese Holzstämme, Alter? Ja, warte, ich habe die jetzt. Ich wollte nur hier jetzt direkt ein bisschen mehr mitnehmen, weil ich keinen Bock habe, nochmal so weit zu laufen hier hin, weißt du? Achso, ja, wir brauchen 12 Stacks, weil die ist ein bisschen größer geworden. 12 Stacks? Nein. Die geht bis in den Himmel. 12, Alter. Wir können eine Treppe hochgehen, bis in den Weltraum. Also ich habe jetzt 3, 4... Vier Stück. Komm, ich mach eins auch voll hier. Also Stacks, ne? Ah, okay. Ja, das reicht. Ja, dann porte mich doch mal. Okay, warte. Ich laufe jetzt hier nicht zurück. Oh, das war schnell. Ach Mann. Oh, jetzt hänge ich hier irgendwo drin. Ich wollte ihn gerade in die Hölle porten. Der Heiko hat mich geportet. Irgendwo mitten im Nirgendwo wieder hier. Ach ne, da hier sind wir. Okay. Kann ich Minimap? Nein. Oh. Hätte ja mal vorher sagen können, weißt du? Wir Alter, sind so im Spiel und dann...
Eine Antriebsschiene fehlt. Holz? Ja, ich nehm das mit nach da hinten. Achso, baust du selber, oder was? Ja. Mach ich. Sehr gut. Sehr gut. So, was war ich noch? Okay, Timer ist an. Zum Glück. Welcher Timer? Von der Folge. Achso, ja, Was für Timer? Ich hatte gerade auch einen angemacht extra. Ja? Ja. War der denn gut? Hi. Ich habe wieder nur geschätzt. Hi. Wirst du in der Aufnahme hören später? Da hat es ganz kurz gepiept. Piep. Achso, krass. Was schätzt du denn? Wie lange sind wir drin? Ja, jetzt weiß ich. 5 Minuten 24. Ja. Okay. Die Schienen. Ich hab noch keine Lore, Manu. Ja, die sind doch hier. Hä? Ach so. Die sind doch hier in der Truhe. Yeah! I catch a grenade. Tja. Keiner singt mal. Komm, ich krieg den Ted noch. Nee, ich sing noch nicht mit. Ich würde jetzt gerne Eier auf dich werfen. Lauf, Ted! Wohin? Sehr gut. Ach, hier ist halt das Cockpit, ja? Der Cockpit? Was macht denn die Hühnerfarm? Ja, sie wächst und gedeiht, sehr gut. Hi! Hi! Zack, sehr gut. So. Und ich springe immer hier runter und breche mir den Fuß, bei jedem Mal. Ah, oh, verdient. Wie Jackie Chan in der einen Szene. Kennt ihr dieses Video? Ja, mit den ganzen Verletzungen. Ja, wo der auf das Schiff springt, ey, voll krank. Und dann macht er einen Gips und macht da drum so einen Schuhsocken oder so, irgendwie sowas. Genau, und macht das dann direkt nochmal. Ja. Voll krank, ey. So geht das, nicht wie heute. Oh, Krankenschein. Oh, oh. Oh, ich fühle mich nicht gut. Oh. Ich glaube, ich habe AIDS. Oh. Da gab es auch jemanden auf der Arbeit, auf der alten. Was denn? Ja, immer. Oh. Es tut so weh. Oh, oh. Ja. Oh. Genau. Ah. Okay, Peter, okay. Awkward. Nee, okay. So, so ist ja schon mal schön. Hier drin ist schön ein bisschen Holz. Hast du schon drumherum hochgezogen? Ich? Ja? Ja, klar. Also, zumindest da, wo ich hier dran kam. Bis zur Spitze. Hast du denn die Betten mitgenommen? Nö. War klar. Ja, war klar. Junge. Aber das Schiff ist schon sehr gut. Wir haben Öfen, wir haben alles. Aber wir müssen gleich noch die Bahnstrecken so bauen, dass wir auch gleichzeitig ankommen, ne? Krass. Wie ätzend das wäre. So, Leitern sind out. Laufe ich schon wieder zurück. Boah, heftig, ey. War die Leiter so, direkt mal kaputtgeschlagen. Die Treppe weitergebaut. Einfach ultra hässlich, aber so, dass sie halt funktioniert. Welche Treppe? Die so scheiße war, Mann. Was war ehrlich? Das für eine Scheiße? Die ist ultra hässlich weitergebaut, die war awesome. Ey, wir sind das Bürgerbündnis gegen schlimme Treppen, ja? Ja. Jetzt halt die Schnauze. Richtig. Was sagt denn der Heiko zu meiner Treppe? Der sagt, ich find's geil. Ja, siehste? Ja, der muss ja auch. Der die, muss ja nein, auch sagen, nein, 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 die kann man nur findet. Mit Skill besteigen. Mit Skill, genau. Nein, die ist einfach ineffektiv, weil man nicht so schnell runterrennen kann wie sonst. Ja. Und guck mal, Ted, jetzt können wir hier einfach langlaufen, ohne Angst zu haben, runterzufallen. Ist eben, das ist doch gut. Ist doch wunderschön. Ja, und ein Leben in Angst ist auch nicht gut. Ja, echt, ey. Spätestens, wer Donnie Darko gesehen hat, weiß, dass es nur die zwei extreme Angst und Liebe gibt, ne? Der Film war scheiße. Und der war halt sehr lieb. Der war geil, der Film. Nee. Dann hast du ihn nicht verstanden. Du hast ihn bestimmt noch nicht verstanden. Der war scheiße, Mann. Nee, der war geil. Nein. Ich finde ihn ganz nett, aber jetzt auch nicht so krass gut. Ich finde ihn schon cool. Der war scheiße, Mann. Nein. Der ist die ganze Zeit. Okay, die Spitze müssen wir vielleicht noch ändern. So, ich habe fertig weißt mit all dem, was aber, ich aber das ist auch wollte. Kein Wunder, wenn man zwischendurch mal mitkriegt, in was für Filme der Peter so ins Kino geht, ne? Okay, erzähl, oute ihn. Nee, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber immer, wenn ich dann die Titel höre, denke ich, boah, echt?
Das ist geil. Oh, okay. Würde ich ja jetzt nicht machen. Denke ich dann immer. Ja, eigentlich gehe ich ja nur ins Porno-Kino. Ja, ja. Oh! Klingt auf jeden Fall nach dem Peter. So. Super krass. Nach dem super, super Peter. Hast du jetzt die ausgetauschte Dinger? Aber hier fehlt noch einer, Ted. Ja, fehlt da noch einer? Ja, hier ist noch eine Lücke im Stamm. Ist natürlich schade, ne? Von außen sieht man das nur? Ne, ne, von innen. Da, wo von du reinkommst innen? Mit den Schienen. Okay. Okay. Ich hab eben kurz die Betten abgeholt. Ich habe aber auch noch voll viele Wolle, Peter. Ja, Wolle brauchen wir jetzt nicht so. Hast du genug? Ich brauch Wolle. Für was? Für seine komischen Markt. Dinger, die der da baut. Warum baust du denn einen Markt, Heiko? Ey, das... Manu. Wir brauchen doch gar keinen Markt. Wer weiß, was kann man denn da handeln? Mit alles. Wem sollen wir denn handeln? Mit mir. Ja, genau. Er spielt Markt. Das kostet dann richtig mal 3 Geld, Emeralds, geil. Wenn ihr was aus dem Lager wollt. Ach, fuck you. Du wirst, drei jedes, Emeralds? Mal nicht, du wirst jedes Mal nicht getötet, wenn du uns was aus dem Lager holst. Ja. So sieht's nämlich aus. Ah, genau, ich wollte noch eine Kiste bauen. Das wollte ich da unten machen. So. So, ich komm zurück, ne? Boah. Dieses ja. Gelauf hier in dieser Fickbude, ne? Hauptsache, alles ist möglichst weit auseinander, ne? Kann das sein? Ist das so? Ja, wir schon, ja. Der Design-Hintergrund gewesen? Ja. Sag mal, warum haben die das eigentlich noch nicht gefixt, dass wenn man um eine Ecke fährt, schwarz sieht? Das macht einfach gar keinen Sinn. Ja doch, weil dein Kopf so riesig ist. Und die sollte mir vielleicht mal den Wasserkopf wegoperieren. Darfst du nicht so nach innen lehnen? Ja, ich falle immer noch raus aus der Rakete, wenn ich aussteige. Ja, aber nur du, bei mir ging's. Zufall. Ich werde dich ja gleich ausprobieren. Bei mir ging's. So. Wie steigst du denn aus? Mit Shift oder haust du dir den kaputt? Mit Shift natürlich. Also ich hätte jetzt mehr so kaputtgeschlagen getippt. Kaputtgeschlagen getippt. Weg da, weg. Okay. Ja, hier ist doch schon einer. Oh Gott, bist du jetzt wieder. Jetzt bin ich auch ganz runtergefallen. Ja, hab ich gesehen. Hast du die Betten? Nicht... Ja. Wenn ich irgendwo rauskomme. Ach, da. Ted, ich probier's mal aus. Ich geh mal in die Ecke und steig dann mal aus. Nee, bei dir nicht. Hier, Peter, probier mal bei mir. Achte. Warte, ich will eben die Betten. Hier. Steig ein und steig wieder aus. Warte. Alter, jetzt mach! Der wieder braucht er, um die Wetten rauszusuchen. Er wartet da vor lange. Noch eins. So, geht. Wo rein? Ja. Ja, nicht los. Du bist ja auch losgefahren. Ja, wie kann man die denn? Einfach einsteigen und nichts drücken und dann wieder aussteigen. Ja, siehst du? Ja, dann drück doch nach vorne, wenn du aussteigst. Ja, genau. Ich mach dir noch irgendwelche komischen Scheißsachen. Ja, warte, warum, wenn du Astronaut so? Wirst? Hallo? Was hast du denn hier bitte falsch gebaut? Du bist Astronaut. Ja, nix. Peter, wo war das denn mit dem Stamm hier? Hier ist doch überall was. Hier in der Mitte, warte. Hier, wo der Manuel steht. Warum ist das eigentlich so merkwürdig so, hier gebaut? Unten. Hä, wer hat den denn da rausgenommen? Was ist denn merkwürdig gebaut? Wegen der Hühnerfahne, die muss von da befeuert werden. Aber soll man echt aus den komischen Ranken hier machen? Ja, komm, das ist doch unser... Unser Baumschiff, ne? Ja, deswegen. Das Baumschiff, ach. Jetzt mach ich noch eben die Plätze, wer so, wo schläft. Darf ich das mal bitte anzünden kurz? Nee. Warum hast du die Schienen da weggemacht? Oh, ja, weil ich keine Lust habe, immer rauszufallen. Ach so. Verstehe nicht. Hey, Ted. Hi, Barnuel. Barnuel. Warum haben wir denn hier so... Warum haben wir denn... Ach so, da ist die Hühnerfarm. Okay. Kack einfach rein. Ja, musst du halt... Mein Gott, in das fünf Loch die leben, ey. Würde mir ja stinken. Wenn ich nicht die vorherrschende Rasse auf diesem Planeten wäre. Ja, und wo bauen wir jetzt die Redstone-Steuerung hin, die Türen schließt? Ich glaube, das wird ein bisschen eng. Ich glaube auch. Vielleicht könnte der Heiko das ja machen. Ey, und ich habe das Gefühl, die Schalter hier oben sind einfach nur Zierde. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Echt? Ja, wir spielen da wieder so richtig gut schauspielerhaft. Haft? Hafti. Hafti Abi? Ja. Hafti Abi.
Okay. Ja, müssen wir als nächstes bauen. Ist das jetzt fertig hier, das Ding, oder was? Dann warte ich mal eben noch ein paar Namensschilder dran. Wie sieht das Ding denn von außen aus hier? Da muss ich doch glatt mal gucken jetzt. Ah, ich glaube, oben fehlt noch ein bisschen was. Hier kommt noch ein Busch. Das sieht aus wie so ein fliegendes Haus aus Holz, ey. Sieht voll Panda aus. Komm, lass uns mal im Raumschiff schlafen. Kommt mal alle her. Heiko! Komm mal her. Schlafen zusammen. Hast du mich vorhin eigentlich zum Heiko geportet, Peter? Nee. Wieso hat der Heiko OP? Damit ich porten kann. Wieso hab ich kein OP? Weil du die Macht ausnutzt. Das stimmt gar nicht. Doch, in den letzten Staffeln eigentlich immer. Stimmt überhaupt nicht. In der ersten Staffel war das so. In der zweiten hatte ich doch gar kein OP. Gar keine Macht. Ja, also, in der ersten Staffel hattest du OP, nutzt alles aus. So, bisher in allen, sagt er so. Ja, in allen, wo du OP hattest. Ja, ja. Genau. Sack gerettet. Deshalb hast du eine Dia-Rüstung an, ne? Ja, ja. Die ist aber abgelutscht. Ja, ja. Siehst du, der Helm ist schon weg. Ja, für Ted muss man echt sagen, lohnt sich einfach keine Dia-Rüstung. Da lohnt sich gar nicht. Wenn er weg wäre. Guck mal, er sieht sogar selber ein. Das stimmt doch, da muss schon einer. Sollen wir den Heiko einfach hier hinporten? Warte, ich mach mal schon. Irgendein Spacken hat da alles zugebaut, sodass man nichts mehr sieht. Wie? Wo? Zugebaut. Bei der Treppe? Dann war Manuel. Hä? Ja, natürlich, damit man nicht runterfällt. Hier brauchst du Skill. Alter. Jetzt haben wir alle, die ganzen Nichtskiller. Aber wie geil, die wächst hier alles so durch die Ranke, das ist cool. Wir sind die Floraner dann. Die Floraner. Die Baumlisten. Voll behindert. Peter? Ja? Ist das schlimm, wenn ich das hier mit einem Flug mache? Ja, wirst du rausgesogen. Ja, eben. Haha, Heiko, haha. So, na gut, wir schlafen in den Betten und dann würde ich sagen, bis in der nächsten Folge. Jo, tschüss. 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 Nein! Oh, krass. Boah, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass es so viele sind.